Kommt, all ihr Völker, das gepriesene Holz lasst uns verehren, durch das geworden ist die ewige Gerechtigkeit. Denn der betört hat am Holze den Vorvater Adam, das Kreuz wird ihn zum Köder. Und er wurde hinabgestürzt durch den Glauben in ungeheurem Fall, er, der hatte Macht gewonnen in Gewaltherrschaft über das königliche Gebilde. Durch Gottes Blut wird abgewaschen das Gift der Schlange. Und der Fluch der gerechten Verurteilung wird aufgelöst durch den ungerechten Richterspruch über den Gerechten, der ward verurteilt. Denn durch das Holz sollte Heilung werden dem Holze, und durch das Leiden des Leidlosen am Holze sollten gelöst werden die Leiden dessen, der war verurteilt. Ehre sei Christus, König, deinem schauererregenden Heilswerk für uns. So spricht und betet ein altes Gebet, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn wir heutzutage einen Theologen fragen wollten, was ist das denn mit dem Kreuz? Dann erfahren wir dies und das, ernten aber in der Regel eine große Verlegenheit. Denn es ist nicht einfach zu sagen, was das mit dem Kreuz ist. Viele stellen heute in unserer Zeit die Frage, Erlösung, gut. Ja, das klingt ganz anständig. Wir werden irgendwie befreit. Wir haben ja in den 70er Jahren diesen Begriff Erlösung durch Befreiung ersetzt, weil es ein bisschen politischer klang. Ist auch gut. Aber warum dieses Kreuz? Warum muss da Blut fließen? Das mögen wir nicht. Und wir halten das dann, wie es uns manche sagen, für einen Mythos oder für ein Sprachgewand, in dem etwas ausgedrückt werden soll. Wir haben hier in diesem altkirchlichen Gebet, liebe Schwestern und Brüder, auf engstem Raum eine solche Verdichtung der gesamten biblischen Theologie, dass wir schon merken, wenn Theologen solche Gebete nicht mehr befragen, sondern selber zu denken anfangen, kommt oft wenig bei heraus. Befragen wir dieses Gebet für uns ganz persönlich. Das Kreuz ist, und das ist vielleicht zunächst für uns ein ungewöhnlicher, weil es gar nicht so ein frommer Gedanke ist, ein Köder. Gott wirft mit dem Kreuz die Angel aus, mit einem hölzernen Köder, weil am Holz hat diese ganze Verfallsgeschichte der Welt, die keineswegs gut ist, wir sollten uns das nicht immer einreden lassen, die gute Welt, die schöne Welt, die heile Welt, wo gibt es die denn? Liest niemand Zeitung? Hört niemand Nachrichten? Schaut niemand in die eigene Familie hinein, in die eigene Gemeinschaft? Wo ist denn die heile Welt? Es ist diese gefallene Welt. Und die Wurzel dieses Gefallenseins liegt in der Abwendung von Gott. Und sie hat begonnen an jenem Holz. Was sollen solche Vorschriften? Wieso hat Gott uns überhaupt irgendetwas zu sagen? Gedanken. In der Freiheit des Paradieses geäußert. Und sie führen zum Abfall von Gott. Das Kreuz wird dem, der am Holz den Vorvater Adam betört hat, zum Köder. Denn mit seiner List, ihm diese Gedanken einzugeben, sag mal, du bist doch ein königliches Gebilde. Du hast doch überhaupt niemanden über dir. Ich bitte dich, du brauchst dich nach nichts zu richten, das erfindest du selber. Ich mache mir doch meine eigenen Regeln. Ich lass mir doch nichts sagen. Wie ein pubertierender 14-Jähriger. So sind wir. So ist die Welt bis heute. Pubertierend im Angesicht Gottes. In allen Preislagen, übrigens auch in allen Altersstufen. Dieses königliche Gebilde Mensch vergisst seine Wurzel. Und seine Abhängigkeit, die nicht eine sklavische Abhängigkeit ist, sondern die eines Kindes, das weiß, wem es sich verdankt und wem es vertrauen darf. Gewaltherrschaft ist erstanden durch die Sünde am Holz. Der Böse übt sie aus, bis heute über uns. Aber Gott selber tritt ein.
Es ist nicht einfach ein materieller Köder, sondern unser Gebet sagt weiter, in einem kräftigen Wort, durch Gottes Blut wird abgewaschen das Gift der Schlange. Und der Fluch der gerechten Verurteilung wird aufgelöst. Wodurch? Wiederum durch einen ungerechten Richterspruch, nämlich den des Pilatus, über den schlechthin Gerechten in dieser Welt, der einzig und allein von Anfang bis Ende durch und durch Gottes Willen erfüllt, der weiß, dass er als der Sohn das königliche Gebilde ist und uns sein Bild schenkt, damit wir ihm nachleben. In dieser Gerechtigkeit, in diesem abgewaschenen Gift, in dem, dass wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen, damit der Leidlose am Holz uns, die Leidenden und die Verurteilten, erlöst. Wenn Jahr für Jahr in der Anastasis, in der Auferstehungskirche, oder wie wir sagen, Grabeskirche, in der alten Zeit das Kreuz gezeigt wurde, an diesem Tag erhöht wurde, dass alle dieses Holz des Erlösers, nachdem man es endlich gefunden hatte, anbeteten, so stellt uns dieser Tag auch mit diesem Gebet das Kreuz erneut vor Augen, vor dem wir niederfallen sollen, unsere eigene Geschichte in diesem Kreuz erkennen können, unsere eigene Ungerechtigkeit, unseren eigenen Aufstand gegen Gott. Aber damit ist nicht das letzte Wort gesagt, sondern wir feiern das Kreuz als das Siegeszeichen, dass auch meine eigene Ungerechtigkeit, meine eigene Revolution gegen Gott besiegt und stärker ist als die Brücke, die uns hinzieht aus dieser gefallenen Welt in das unendliche Leben Gottes.